Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch die Lösung der Woche 5 Challenges aus Season 3 zeigen. Zusätzlich kommen heute auch noch die Challenges zum Aquaman-Skin raus und dazu werde ich natürlich auch ein Challenge-Video machen, beziehungsweise habe ich schon ein Challenge-Video gemacht. Wenn ihr dieses Video seht, wird es wahrscheinlich auch schon online sein, werde ich wahrscheinlich dann auch oben in der Infokarte verlinken und damit könnt ihr dann auch schon direkt heute den Aquaman-Skin freischalten und ich werde euch, wie gesagt, in diesem Video allerdings erstmal nur die Woche 5 Challenges zeigen. Und damit könnt ihr natürlich auch trotzdem noch EP freischalten. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit der ersten Challenge. Und zwar befindet sich die hier bei The Fortilla. Dort müsst ihr nämlich Munitionskisten durchsuchen. Insgesamt 7 Stück. Relativ simple Challenge. Für die nächste Challenge müssen wir dann einmal auf jeden Fall in einen der normalen Modis sein. Denn wir müssen entweder ein Glühwürmchenglas oder eine Leuchtpistole bei Misty Meadows benutzen. Um die Glühwürmchengläser zu finden, gibt es eine Karte, wo einmal alle sind. Dort könnt ihr euch einfach anschauen, wo ihr vielleicht am besten die holt. Am besten natürlich direkt die neben Misty Meadows. Wichtig ist dabei allerdings nur, was ihr natürlich beachten müsst, dass es die Glühwürmchengläser nur während des Tages, während der Nacht gibt. Das heißt, wenn oben die Sonne aufgeht, dann könnt ihr die schon nicht mehr sammeln. Ansonsten Leuchtpistole findet man aus Kisten oder als Floatloot Spawn. Allerdings, wie gesagt, beides nur in den normalen Modis. In Arena-Modis habt ihr dafür keine Chance. Dann geht es weiter nach Rita Row und zwar müssen wir dort jetzt einmal insgesamt 3 Kills machen, auch relativ simple Challenge. Nachdem wir jetzt einmal alle Challenges im Süden der Karte abgeschlossen haben, geht es jetzt ganz, ganz im Norden, in Norden der Karte und zwar nach Steamy Sex. Dort müsst ihr nämlich wieder durch Ringe in der Luft fliegen, beziehungsweise Ringe in der Luft sammeln. Die letzten beiden Wochen war es, glaube ich, verbuggt, also einmal in Lazy Lake und in Pleasant hatten wir auch schon die Challenges, dort war es verbuggt, also wenn es heute irgendwie wieder nicht funktionieren sollte, wartet einfach ein bisschen ab, irgendwann werden die das schon fixen. Dann geht es nochmal weiter nach Craggy Cliffs und hier müssen wir Fische fangen, also auch relativ simple Challenge, einfach dafür irgendwo diese Angelkästen benutzen oder eben halt eine Harpune aus den Kisten finden. Mit beiden Sachen geht das natürlich, wobei eine Harpune immer leichter ist, wenn man keine Fishing Spots braucht und die müssten hier auch. Dann geht es weiter nach Craggy Cliffs und hier müssen wir Fische fangen, dafür nimmt man am besten einfach eine Angel, die müsste hier überall in den ganzen Häusern verteilt sein, dafür einfach diese Angelkästen einmal zerstören, dann hat man eine Angel, einmal fischen und dann hat man die Challenge auch schon abgeschlossen. Direkt daneben bei The Yard muss man dann einmal landen und danach unter dem besten 25 sein, also am besten kann man auch einfach hier landen, weiter nach Craggy Cliffs gehen und dann dort die nächste Challenge machen, also 2 Challenges in eine Runde machen, ist auch immer sehr entspannt. Für die vorletzte Challenge müssen wir einmal nach Sweaty Sands und dort Truhen durchsuchen, auch relativ simpel und als allerletztes müssen wir dann lediglich nur noch einmal nach Solid Springs gehen und dort eine Waffe aufrüsten. Die Aufrüstbank befindet sich dort genau an der Ecke, einmal unten in diesem Carport drin und dann kann man am besten einfach von der grauen auf eine grüne Waffe upgraden, denn das kostet nur insgesamt 30 Mats, also auch relativ simpel und damit habt ihr dann schon die ganzen Challenges für diese Woche abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat dieses Video weitergeholfen und gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.